zurück bei Grow Life. Heute etwas unter dem Titel Ritualtherapie. Ja, zurückblickend sei gesagt, unser Leben besteht aus allerlei Ritualen. Wir stehen auf in der Früh, wir machen Kaffee, vielleicht rauchen wir eine Zigarette, haben Frühstück, ja, dann begeben wir uns zur Arbeit. Die Arbeit oft ist so stumpfsinnig oder eintönig, ist auch nur noch ein schlechtes Ritual. Also ja, dann sitzen wir am Fernsehapparat am Abend oder wir zappen herum und ja, oder haben das Handy in der Hand. Also durchwegs, ich will nicht sagen schlechte Rituale, aber Rituale, die uns nicht unbedingt happy machen, die uns in unserem Gros nicht fördern. Deshalb jetzt ein, ja, vielleicht für Anfänger, Integralbeginner schwerer Brocken, denn das Thema heißt in diesem Video, in diesem spontanen Video, wir bauen einen Altar. Ja, der Altar, wir haben uns schon einmal darüber orientiert, wozu ein Tischgebet gut sein kann, also Gebet gesprochen oder ein Mantra, ein Dankesmantra oder einfach nur ein Mantra, ja, eine Zeile. Ja, der Himmel erhört es schon, der empfängt schon diese Seelenstrahlen. Ja, das Tischgebet, das hilft uns da, ja, unsere Sinne ein bisschen zu kontrollieren, da uns nicht gleich auf das Essen zu stürzen, ja, wie die Tiere, ja, wie die Raubtiere, sondern ja, uns dem Genuss näher zu bringen und uns zu disziplinieren, eine dankende Haltung einzunehmen mit Aufmerksamkeit. Das alles ist förderlich für, ja, Lebensqualität, ja, körperlich als auch geistig. Also das war das Tischgebet. Und eine Stufe weiter ist dann der Altar. Am Altar wird geopfert. Ja. Opfern heißt, es ist ein Opfer. Ne? Also so eine Altarzeremonie ist ein Opfer. Das ist ein Aufwand. Ja, also ich verwende eigenes Geschirr, ja, von dem ist nur der göttliche Mond, das lebendige Universum. Ich esse nicht davon, ich wasche es sehr sorgfältig ab, ich kredenze kein heißes Essen, also keine kochende Suppe, ich lasse abkühlen. Der göttliche Mond ist zuerst, erst dann komme ich. Eigenes Geschirr, es hat immer Wasser darauf zu stehen. Ich schaue natürlich, dass kein Fleisch auf dem Teller ist. Ich schaue natürlich, dass da nur die besten Zutaten verwendet werden. Das ist ein großes Opfer, das ist ein Big Sacrifice, das ist nur eines Devotis würdig. Ich bedanke mich, ich knie mich vor dem Altar nieder, presse meine Stirn auf den Boden, spreche mein Mantra und ja, und dann warte ich, vielleicht das, ja, dann warte ich etwas, dass eben der göttliche Mond zugreift. Ja, schau, dass der ganze Stress aus meinem Körper rausgeht, dass ich ready bin für den Genuss, für die Aufnahme des Essens. Und ja, die kürzeste Form ist, dass ich nur dreimal sage, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, den Kopf auf den Boden oder längeres Mantra. Manchmal fühle ich mich nicht so, dass ich über die Kräfte verfüge, da bin ich nicht so konzentriert. Es gibt Zeiten, da lasse ich das überhaupt aus, da sitze ich nur am Tisch und sage Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu oder im Restaurant, wollte schon sagen, Spital. Und ja, das habe ich halt aus Indien mitgenommen. Man kann auch sagen Allah, Allah, Allah. Oder man kann auch natürlich sagen Danke, Danke, Danke. Oder ja, man kann sich ja selbst auch was einfallen lassen. Auf jeden Fall eine Zeremonie, die unseren Alltag unterbricht, wieder Ruhe einkehren lässt, Luft rauslässt, ja, den Stress raus, ja. Genussfähigkeit wieder ankurbeln, das ist sehr gesund, das ist körperlich als auch spirituell sehr anratsam. Ich baue einen Altar. Übrigens, das Aufbauen eines Altars als Szene finden wir in meinem Opus Magnum, Chai und Baklava, Liebesroman, auch Erleuchtungskomödie. Der Protagonist, der Hauptcharakter, Wald Güner, ist ein Partylöwe und ein Lebensmann und ja, die Girls sind schon auch hinter ihm her. Und, aber alle heiligen Zeiten zieht er sich auf ein Retreat zurück
Und manches Mal mit einem Girl oder ohne. Er erzählt die Geschichten von Isabel und Veronika, die hat er mitgenommen auf Urlaub. Ich habe jetzt übrigens abgebrochen. Eine kleine im Video Lärmbelästigung. Es gibt hier tatsächlich, hier in Ungarn, doch ein bisschen abgelehnt, fahrende Händler. Ja? Ja, also da kommt die Post, da. Das hier ist der Eismann, dann gibt es Bäcker und dann gibt es so einen Kreisler für alles. Das ist ganz witzig. Und man kann hier Geld wechseln beim Postler. Da oben stehen schon die Leute und warten. Gibt es auch Yogastunden, ist unser Partnerunternehmen. Die Kids wollen alle Eis. Da kommt auch gleich der Bus, fährt mehrmals täglich direkt nach Papa. Jetzt gehe ich rein und versuche das Video fertig zu machen. Wir bauen einen Altar. Seeds that stones that come from the mountains and you can only get them there. And so he opened his heart and showed everyone that we were actually there. Yeah. This one is Jalaram Bapa. He is assigned to a special day, which is Thursday. Hanuman is assigned to Saturday, and this one, Shiva, is assigned to Monday. But the rest you can do every other day. But you can do the rest every other day. But I think especially to do on those days. Ja, vorweg vielleicht noch was anderes. Wir bauen einen Altar, das ist für Theisten als auch für Atheisten, haben wir vielleicht schon mitbekommen, denn es ist ja im Rahmen der Selbstdisziplinierung und dem Potenzial, Glück zu empfinden, aufmerksam zu sein, an Dingen nicht einfach vorbeizugehen, ohne an ihnen gekostet zu haben, ist natürlich so eine Altarzeremonie was Tolles. Ja, wir sind ja doch meistens in unserem Ego sehr aufgeblasen, außer wir leiden unter Minderwertigkeitskomplexen. Aber meistens ist es doch ein sehr großes Ego, was wir haben. Mit dem Kopf hinunter auf den Boden, ja, die Stirn auf den Boden legen und so, das ist alles eine ganz andere Haltung. Da sieht man, was da an anderer Qualität hereinkommt, wenn das Ego einmal ein bisschen auf die Seite geht, die Schleusen sich öffnen und da mehr als gewöhnlich oder was anderes als gewöhnlich in unser Bewusstsein hereinkommt. Also für Atheisten, genauso wie für Theisten, Die Atheisten, der Zugang wird schwierig sein. Ich muss sagen, die Ritualtherapie ist unglaublich effektiv. Ja, unglaublich effektiv. Also in meiner Praxis mit herkömmlichen, klientelbezogenen Methoden, ja, brauche ich um vieles, vieles, vieles länger als mit Menschen, die der Ritualtherapie aufgeschlossen sind. Die nicht aufgeschlossen sind, ja, da kann man nichts machen. Da muss man halt den mühseligen Weg auf sich nehmen oder halt in die Lade greifen und was verschreiben, was einzunehmen, damit die Pharmaindustrie auch ihr Geschäft macht. Then we just and then we ring the bell to wake up God and yourself obviously, but and then we can whichever prayer you want to do, like, so we can do any prayer you want. Some people just like do that to take the blessings. Es ist mit diesem Ich baue einen Altar, ist ein zentraler Gegenstand im ersten Kapitel meines Opus Magnum, ein Liebesroman, auch Erweckungskomödie, Chai und Baklava. Ja, der Protagonist, das ist ein richtiger Partylöwe. Ich gehe ja auch gerne auf Partys. Und ja, ein Genussmensch und ja, Girls, er erzählt davon zwei Mädels. Die aktuellen dazu mal, die zwei aktuellen Mädels, Veronika und Isabel. Und die hat er mitgenommen auf Reisen.
die eine nach Grönland, die andere nach Patagonien, nach Argentinien. Und zwei sehr attraktive Frauen. Und die schauen halt schon auch, wer der Mann ist. Ist er von Welt oder ist er knausrig? Ja, ist das eine Partnerschaft oder ist das, ja, sind das einseitige Interessen, die immer einseitig bleiben? Also da geht es nicht nur um das rein Materielle, sondern ob echte Partnerschaft möglich ist. Auf das schauen die Frauen natürlich. Ja, und ob das ein Leben ist, eine Wahl ist, die dann ihr Leben erschwert und erleichtert. Sie hat ja die Wahl. Und sowohl ja, in Grönland hat der Protagonist, der Waldgüner, gleich einmal einen Tempel aus Schnee errichtet, hat dort seine Zeremonie gemacht und in Patagonien in der Gegenwart mit der Veronika nach einer Nacht, da waren sie eingewickelt in Tierfelle und in Tierhäute eingeschneit, 3 Meter hoch, da hat er einen Tempel aus Stein errichtet und er sagt ganz überzeugt, dass das auf die Beziehung bei beiden Frauen überhaupt keinen Einfluss genommen hat. Aber überhaupt keinen. Sie haben ihn genauso behandelt wie vorher. Also man braucht sich deshalb nicht schämen. Es ist vor anderen jetzt da ein Tischgebet zu machen. Ich hatte auch mal einen Jugendfreund, der hat mir dann einen Brief geschrieben, weil er mit meiner Katte und mir haben uns die Hände gereicht und ein Tischgebet gesprochen, wie es die Katte, wie es in Costa Rica üblich ist. Und er hat uns dann am nächsten Tag geschrieben, er will mit uns nichts mehr zu tun haben, weil wir sind religiös und das ist inakzeptabel. Und die Wahrheit ist aber die, dass er sich, während ich auf der Toilette war, sich an die Katte herangemacht hat, sie umarmt hat und die Katte vehement ihn weggestoßen hat. Und dann nimmt er so einen Vorwand her. Ja, so sind sie oft, ne? Die großen Egos und Egoisten. Also solche Leute werden halt mit einem Altar weniger Freude haben. Die anderen sehr wohl. Wie gesagt, man braucht sich nicht schämen diesbezüglich. Es hat überhaupt keinen Einfluss auf Leute, die ja, Menschen sind und keine Zombies, sage ich jetzt einmal. Also weder die Veronika noch die Isabel haben sich daran gestoßen. Sie haben ihn auch, sie haben andere Facetten von dem Protagonisten kennen und ihn da schätzen gelernt. Und ja, so ist das noch. Also das heißt, wir richten einen Altar. Wir sehen, wir können überall einen Altar richten. Ne? Letztendlich braucht man vielleicht nur 3 Steine oder vielleicht sogar nur einen Stein, wenn sonst nichts da ist. It mentions like different names of like religious, different religions of gods like Allah and some other gods and stuff. So that means that all God are one, but obviously we have loads, but that doesn't mean we don't believe in other ones like Jesus or Allah or anything else, as we just think all of them are, cool. There's only one God really, so. These are all different forms of God, because all God is a different type of. Yeah, they just come at down at different times, different forms, so they all represent something. They're not the same, they all represent something unique and different. Ich komme auf das Thema, weil ich hier einen Altar richten möchte. Ne? Also ich muss jetzt noch bis morgen warten, bis die neuen Seniorpartner hier das HQ übernehmen. Die anderen sind schon unterwegs, die vormaligen sind schon unterwegs nach Indien. Und hier geht die Sonne auf und ich hätte gerne einen Altar hier in Richtung Sonne. Und so bin ich halt auf das Thema jetzt gekommen, wir richten einen Altar im Rahmen der Ritualtherapie. Und ja, das Ego einmal zur Seite schieben und wie ein Devote, ne, so devot, hingabevoll. Ihr wisst, wir haben 3 Hauptcharakterzüge, die wichtig sind, um das Höchste zu erreichen, ja, um das Glück mit beiden Händen zu fassen, in das volle Leben zu kommen. Das eine ist die Offenständigkeit. Das zweite ist die Hingabe. Also da hätten wir ein Ritual mit Hingabe, ne, den Altar. Und das dritte ist die Unbestechlichkeit. Ja. Also bei dem Altar, da brauchen wir uns jetzt nicht bestechen lassen, dass wir da jetzt unbedingt ein Jesusbild brauchen oder unbedingt ein Bild von Krishna oder unbedingt ein Bild von Manitou. Ich handhabe es ja so, ich bin ja so unbestechlich, ich habe eine Art Bild. Da ist aber gar nichts drauf zu sehen, oder doch, ich sage es nicht. Auf jeden Fall ist drüber ein Tuch.
Ja, man sieht nicht, was drunter ist, ist was drunter, ist nichts drunter und das ist alles. Vorne habe ich meine Kerze und Räucherstäbchen. Es ist immer ein frisches Glas Wasser dort. Es gibt eigene Teller, mit denen ich die Speisen opfere, beziehungsweise ja, opfern oder weihen. Ja, weihen, also das Essen weihen einer höheren Sache. Das heißt, wenn ich es das Essen weihe, dann meine ich, dass ich mit der Energie, die ich zu mir nehme, eben auch etwas im Rahmen des Grows ja, anstellen möchte. Ja, also dem Sinn folgen und in die Energie aufnehme, um in die richtige Richtung zu leben, zu gehen. Soweit ich errichte einen Altar. Das ist vielleicht ein kleiner Einblick gewesen, wie es, wie gesagt, im Rahmen der Ritualtherapie, wer einen Zugang dazu findet, eine ganz außerordentliche, tolle Sache. Wer keinen Zugang findet, weil er vehementer Atheist ist oder mit Ritualen überhaupt nichts zu tun haben möchte, ja, der hat es halt weitaus schwieriger. Wir sehen uns dann bei weiteren Ritualen im Rahmen der Ritualtherapie. Es gibt da eben mehrere Sachen, die können wir uns der Reihe nach ansehen und adaptieren. Wir müssen sie ja nicht immer tagtäglich durchführen, sondern eben auch phasenweise. Also es gibt Zeiten, da bin ich sehr rational unterwegs. Ich bin ja auch Schriftsteller, ich bin ja geistig unterwegs. Ich habe auch mit der Stiftung George Floyd natürlich zu tun. Ich muss einiges organisieren, aber dann, wie auch Wald Güner in meinem Roman sehr zu empfehlen bei Amazon Kindle, Chai und Baklava, zieht er sich nach vielen Partys und vielen Bekanntschaften mit Fashion-Frauen dann immer wieder mal zurück, nimmt ein Retreat am Gut seines Onkels Josef am Groß-Rußbach. Sehr bezeichnender Name, also da wird was reingewaschen. Da kommt er wieder ins Element hinein und wenn er rausgeht, ist er wieder mit magnetischer Strahlkraft ausgestattet, ist er wieder konnektiert, die Zeichen fallen ihm wieder in den Schoß und die Richtung, die richtige Richtung liegt wieder ganz klar vor ihm. Einmal mehr George Crowe aus dem HQ in Westungarn.